Nachdem wir Schlacht um Rishi erfolgreich beendet haben, haben wir uns natürlich auch in die Blutjagd gewagt. Und ja, was gibt's dazu zu sagen? Es ist wirklich eine Blutjagd. Der erste Boss, wie wir ihn hier haben, Kiramla Gemasrugam, ist schon mal eine extreme Hausnummer. Und ja, haut auch an mir ganz schön Schaden raus und die Fähigkeiten sind auch nicht ganz ohne. Zum einen haben wir jetzt hier ein Aggro-Reset oder ein Aggro-Reduce beim Tank. Da muss der Tank dann immer wieder abspotten. Ganz wichtig auch für den Tank, nicht nur für den Tank, ist auch, dass man nicht vor ihm stehen darf, wenn er seine rote Void macht. Jetzt macht er einen Massen-AOE, bei vielen bestimmt schon bekannt aus der Vita vom zweiten Boss, da einfach nicht drinstehen. Ein großes Problem sind auch diese Voids, die jetzt da sind. Da sollte man so wenig wie möglich drinstehen. Und natürlich auch die beiden Adds. Die machen nämlich einen ganz schönen Schaden. Und die müssen auch direkt umgehauen werden. Wenn nämlich neue Adds kommen und die alten Adds immer noch da sind, dann gehen die alten Adds Enrage und hauen den Tank extrem schnell um. Das ist ganz extrem wichtig. Dazu kommt auch noch, dass der Boss einen Enrage-Timer von 3 Minuten 30 Sekunden hat. Heißt, man braucht extrem guten Schaden. Man sollte also schon vorher wissen, was für Leute man mit reinnimmt. Und wenn man sieht, okay, da fährt einer viel zu wenig Schaden, dann sollte man das Ganze gleich vergessen. Die Adds, die machen noch eine Fähigkeit, diesen roten Strahl, man hat es eben gesehen. Die bringen damit ein Elektronetz auf den Spieler, wenn er in dieser Void drin steht, während wenn das zu Ende gecastet ist. Und es hat genau die gleiche Mechanik wie beim Söldner. Wenn man das Elektronetz benutzt hat und sich dann bewegt, bekommt man mehr Schaden. Das ist hier auch, und zwar ganz extrem. Was auch noch dazu kommt, der Tank bekommt immer mal wieder einen Debuff. Dieser Debuff macht extrem viel Schaden, kann aber vom Heiler dispelled werden. Und er kann es nicht nur, er sollte es auch tun, weil er wirklich extremen Schaden macht und es auf Dauer nicht sehr einfach gegen zu heilen ist. Deshalb sollte man sich seinen Dispel-Cooldown immer dafür aufheben. Ihr habt jetzt schon gemerkt, es sind eine ganze Menge Sachen, die er kann. Aber das Ganze ist trotzdem schaffbar. Wie gesagt, man muss wirklich extremen Schaden dabei haben. Auch für den Heiler ist es eine Hausnummer. Und für den Tank auch, um die Adds wirklich an sich zu binden. Obwohl ich sagen muss, dass der Tank wirklich die einfachste Aufgabe hier hat. Die DDs, die müssen, wie ich schon gesagt habe, die Adds extrem schnell umhauen. Und dazu kommt auch noch der massive Schaden auf den Boss. 3 Minuten 30 innerhalb, 3 Minuten 30 und da 1 Million Leben runterkloppen, ist auch schon echt eine Hausnummer. Und dann dazu immer noch wieder die Adds. Das ist extrem heftig. Aber jetzt haben wir es auch gleich schon geschafft. Die letzten Adds liegen jetzt. So, die letzten Adds sind jetzt da. Der Boss liegt und die Adds sind tot. Ich wünsche euch wirklich viel, viel Erfolg und auch extrem viel Glück bei diesem Boss.